Zurzeit fühlt sich so mancher Anwohner der Orionstraße in einem Albtraum gefangen. Dicke, fette Laster brummen durch die einst so beschauliche Wohnstraße. Nach den ersten Tagen in einer Staubatmosphäre hat der Regen die Fahrbahn mittlerweile in eine Schlammsuhle verwandelt. Der Baulärm ist ohrenbetäubend. Während anderen Anwohnern von Großbaustellen zumindest in der Nacht Ruhe gegönnt wird, ist in der Orionstraße nicht an Schlaf zu denken, denn hier baut die Bahn. Und da der Zugverkehr tagsüber noch möglichst reibungslos erfolgen soll, sind einige Arbeiten eben auf die finstere Nacht verlegt. Dazu reißen Warnsignale die Schlafsuchenden ebenfalls aus ihren Träumen. Was gemacht werden muss, muss eben gemacht werden. Bisweilen haben sogar einige der Anwohner Verständnis für die Bahn. Aber was nahezu jeden empört, ist, dass man völlig überrumpelt wurde. Vielleicht hätte es ja Alternativen gegeben. Bleibt die Hoffnung, dass der Konzern sich zumindest erkenntlich zeigt. Mit einem schönen Wochenendticket sollte es allerdings nicht getan sein. Also, wer das angefangen hat, das ist mitten in der Nacht, das ist ein Lappen, Tieflader abgeladen worden, dass wir im Bett gestanden sind und am nächsten Tag haben die das Arbeiten angefangen und von uns hat keiner was gewusst, was das wert. Und jetzt schaut es ja da so aus. Ne? Jetzt kann man nichts mehr machen, jetzt ist es spät. Das ist meine Meinung. Die ganze Nacht wird durchgearbeitet, das ganze Haus wackelt. Mehr mag ich jetzt dazu nicht sagen. Freilich ist eine Beeinträchtigung, aber mein Gott, es hilft so, das ganze Jammern ja nichts. Wir müssen mal durch, es kann ja nicht leiser, können sie ja nicht arbeiten, das versteht man ja. Also wir als Bewohner da in der Orionstraße oder was, finden halt das nicht für richtig, dass man mir da vor der Stadt Moosburg oder vor der Dings einmal vor der Bahn oder was vorgewarnt sind und so. Da haben wir bloß einen lächerlichen Zettel, wo die ganze Sache schon im Anlaufen war, praktisch gekriegt. Und jetzt müssen wir mit dem Lärm da die ganze Zeit leben. Ziemlich unerträglich, weil ich arbeite Schicht und so. Und das geht auch abends die ganze Nacht so und die Huperei auf die Bahngleise und alles. Und die anderen Anwohner geht es halt genauso. Der ganze Dreck, also jetzt regnet es ja, jetzt haben wir den ganzen Platz praktisch da und zuvor hat es halt gestaubt. Gut, die haben schon ein bisschen Wasser gespritzt, aber trotzdem nicht. Man muss halt damit leben können, also nicht.